Ja, Shalom, Friede sei mit euch. Willkommen zu dem dritten Teil über Paulus, das Video zu Paulus. Wir sind jetzt beim zweiten Punkt angelangt, und zwar dem Punkt des Götzenfleisch und seiner Lehre dort. Und auch das ist eine eindeutige Irrlehre, die zum Tod führt anhand der Schrift. Und da starten wir direkt und da lesen wir zum Beispiel in 2. Mose 20 bei den 10 Geboten. Das erste der 10 Gebote ist: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe, der ich dich aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das heißt, Götzendienst widerspricht dem ersten Gebot der 10 Gebote und ist somit eine der höchsten Sünden, die man überhaupt begehen kann. Und wir lesen in Hesekiel 18, dort nennt der himmlische Vater seine Kriterien, sozusagen, seine K.O.-Kriterien, die, wenn jemand diese tut, dann wird er nicht das Leben haben, beziehungsweise wenn er sich von diesen Dingen fernhält, dann wird er das Leben haben. Und wir lesen hier: Wenn nun einer gerecht ist und Recht und Gerechtigkeit übt, der von den Höhenopfern nicht isst und seine Augen nicht aufhebt zu den Götzen des Hauses Israel, und so weiter und so fort, das ist ein Gerechter, der soll das Leben behalten. Wenn er aber einen gewalttätigen Sohn zeugt, der Blut vergießt oder eine dieser Sünden tut, während der Vater all das nicht getan hat, wenn er von den Höhenopfern isst, wird auch wieder als erstes erwähnt, weil es natürlich auch das erste Gebot ist, dann ja, sollte der am Leben bleiben, fragt der Herr. Er soll nicht leben, sondern weil er alle diese Gräuel getan hat, soll er des Todes sterben. Ja, wie gesagt, in Mose wurde das gegeben. Götzendienst ist die höchste Sünde vor Gott, andere Götter anzubeten. Denn er ist der einzige Gott, der Leben schenkt, der das Heil und die Erlösung ist, der zum ewigen Leben führen kann, und somit führen zwangsläufig alle anderen sogenannten Götter, die man anbetet, zum Tod. Und ja, in Hesekiel 18 sehen wir das, dass das die erste Sache ist, die dort aufgeführt wird und somit über allen anderen steht. Dann sehen wir auch, habe ich vorhin schon angesprochen, dass der Beschluss der Ältesten, den wir in Apostelgeschichte 15 lesen, dort kam ja die Streitfrage auf, was jetzt den Heiden vom Gesetz auferlegt werden soll. Dort kamen welche von der Beschneidung und haben gesagt: Wenn ihr nicht beschnitten werdet, dann könnt ihr nicht gerettet werden. Und dann war dort ein Streitgespräch mit Paulus und einigen anderen. Und es war keine geringe Streitfrage, steht da. Und dann sind dort Paulus und Barnabas, glaube ich, waren es, nach Jerusalem geschickt worden. Die sollten dort eine Weisung einholen von den Ältesten dort. Und da können wir auch in Apostelgeschichte lesen, dass Jakobus dieses dort beschlossen hat, denn er war der Oberste dort, wurde vom Herrn eingesetzt. Und dort wurde beschlossen, dass, damit die Heiden erstmal Gemeinschaft haben können mit den gläubigen Juden, wohlgemerkt, die an Jeschua geglaubt haben, die sollten sich von allem, zuallererst mal von allem enthalten, was durch Götzen verunreinigt wurde, also von Befleckung durch Götzen, dann von Unzucht und von Ersticktem und vom Blut. Und das ist das, was sie dort beschlossen haben. Die 12 Apostel unter Leitung von Jakobus und auch die Ältesten dort in Jerusalem, die haben das beschlossen, dass eines der ersten Sachen, die überhaupt erstmal eingehalten werden musste, dass keine anderen Götter angebetet wurden und nicht ihnen gedient wurde. Das war das allererste, was die Heiden, die zum Glauben gekommen waren, erstmal
sich davon enthalten mussten. Und hier lesen wir auch nochmal in Vers 28 bis 29, denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch keine weitere Last aufzuerlegen, als nur diese notwendigen Dinge, dass ihr euch enthaltet vom Götzenfleisch und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht, denn wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht. Und ja, das waren halt, wie gesagt, erstmal nur die notwendigen, das war die Basis sozusagen erstmal. Und alles Weitere sollte dann den Heiden erstmal gelehrt werden. Aber das waren die Grundvoraussetzungen, dass die Heiden mit den gläubigen Juden Gemeinschaft haben konnten. Und hier lesen wir noch, nachdem Paulus bei diesem Beschluss selbst anwesend war, lehrte er danach völlig schmerzfrei und unerschrocken, dass das Enthalten von Götzenfleisch nur für Schwache im Glauben und in der Erkenntnis sei, obwohl dies von Jakobus und den echten Aposteln, die wie gesagt von Jeschua direkt unterrichtet und gelehrt wurden jahrelang, als eine der Grundvoraussetzungen für die zum Glauben gekommenen Heiden festgelegt wurde. Und außerdem, was die Speise betrifft, die in der Schöpfung festgelegte göttliche Ordnung ist, nämlich in 1. Mose 1,29. Denn wie gesagt, das berief sich ja darauf, dass man sich, wie Petrus in den Homilien geschrieben hat, vom Tisch der Dämonen fernhalten sollte. Denn man kann nicht am Tisch der Dämonen gleichzeitig und am Tisch Gottes sitzen. Und allein das Essen von Fleisch war auch schon, damit saß man halt auch schon am Tisch der Dämonen. Selbst wenn man mit jemandem an einem Tisch saß, der Fleisch gegessen hat, und selbst wenn man selber kein Fleisch gegessen hat, dann saß man schon am Tisch der Dämonen, weil man mit diesem Tisch Gemeinschaft hatte. Und das ist sowas wie eine Zustimmung und eine Gutheißung. Und Jeschua hat seine Nachfolger gelehrt, dass sie mit solchen Menschen nicht an einem Tisch sitzen sollen. Genau, dann geht's weiter. Die Verunreinigung durch Götzen ist eine der schlimmsten Sünden vor Gott und deswegen auch das erste der 10 Gebote und ist somit noch schlimmer als Ehebruch. Auch in Apostelgeschichte ist es die erstgenannte Bedingung für die Heiden. Dann schauen wir, was hat denn jetzt Paulus gelehrt? Paulus sagt, was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Also die Fleisch essen natürlich. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Das heißt, das bezieht er jetzt auf die Apostel, dass die sich aufblähen in ihrer vermeintlichen Erkenntnis. Und dass aber die Liebe erbauen würde, also dass er jetzt die Glaubenden erbaut, indem er sagt, ja, das ist alles nur Speise, das kann euch nicht verdammen, aber Tiere sind keine Speise, Tiere sind Lebewesen, die vom himmlischen Vater zum Leben erschaffen wurden. Und er meinte hier, wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie er erkennen soll oder wie man erkennen soll. Das sagt er natürlich in Bezug auf die, die das festgesetzt haben, dort in Apostelgeschichte 15, diesen Beschluss, die 12 in Jerusalem und die Ältesten. Die meinen, sagt er, irgendwas erkannt zu haben, aber sie haben noch nicht erkannt, wie man erkennen soll, so wie er es natürlich erkannt hat. Also er sagt, er hat hier eine überlegene Erkenntnis sozusagen gegenüber all den anderen, gegenüber denen, die direkt im Wort von Jeschua unterrichtet wurden. Und er sagt weiter, wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm anerkannt. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass es keinen Götzen in der Welt gibt und dass es dass kein Gott ist als nur einer. Die Erkenntnis aber ist nicht in allen, sondern manche essen, da sie bis jetzt an den Götzen gewöhnt waren, als Götzenopferfleisch und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt. Speise aber macht uns nicht angenehm vor Gott, weder sind wir
Wenn wir essen, geringer, noch sind wir, wenn wir, oder wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Wie gesagt, er sagt hier, die, die das vorher beschlossen haben, die haben keine Erkenntnis, die haben noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Denn er hat erkannt, dass Götzen nichtig sind. Es gibt keine Götzen, sondern nur einen einzigen Gott. Und von daher ist alles, was Götzen geopfert wurde, ist, ja, ist so mit bedenkenlos. Aber diese Erkenntnis, sagt er, die ist nicht in allen. Und ja, die, die an Götzen irgendwie gewöhnt waren, für die ist es Götzenopferfleisch und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt. Na, wie gesagt, das ist ja nicht irgendwie, hat ja nicht irgendwas mit dem Gewissen zu tun. Das sind Gottes höchste Gebote, die dort eingehalten werden sollen. Und wir wollen ja nicht irgendwelchen Menschen gefallen, so wie er das dort sagt. Er sagt ja, man soll das Opferfleisch, Götzenopferfleisch kann man ruhig essen. Aber wenn ein Bruder daran Anstoß nimmt, dann soll man es um seines Gewissens willen nicht essen. Nicht, weil es eine Sünde vor Gott wäre, sondern wegen seines Gewissens. Das heißt, er sagt, man soll Menschen dort eher gefallen, als dass man sich an Gottes Gebot hält und Gott halt eher gefällt. Das ist das, was er dort sagt. Und wie gesagt, Jeschua würde zu solchen Leuten sagen, die sagen, Speise macht uns nicht angenehm vor Gott. Speise, also Tiere als Speise zu bezeichnen, zu denen würde er sagen, dass ihre Herzen hart und nutzlos geworden sind, so wie ihre Götzen aus Stein. Denn Tiere sind keine Speise. Tiere sind unsere Mitbrüder in der großen Familie Gottes und haben den gleichen Odem eingehaucht bekommen wie auch wir. Und ja, wir haben kein Recht, ihnen irgendwie das Leben zu nehmen oder sie auszubeuten, gefangen zu nehmen oder was auch immer. So, er sagt einfach hier, diejenigen, die essen, also Götzenopferfleisch und Fleisch, die sind nicht geringer und diejenigen, die nicht essen, die sind auch nicht besser oder umgekehrt. Genau, dann sagt er weiter, seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheiten den Schwachen zum Anstoß werden. Das heißt, es ist ja eine Freiheit für sie, diese Dinge zu tun. Aber man soll bloß zusehen, dass sie den Schwachen, ne, den Schwachen, die sich von diesen Dingen, die das tun, was Gott am Anfang geboten hat, das sind in seinen Augen Schwache, weil die ja keine Erkenntnis haben und auch schwach im Glauben sind. Und das haltet bloß lieber fern von denen, das verheimlicht bloß vor denen, damit die das lieber gar nicht erst sehen, so nach dem Motto. Und er sagt dann weiter, denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen. Und durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um, der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Also das ist meines Erachtens auch völlig an den Haaren herbeigezogen. Denn jemand, der die Geschöpfe Gottes liebt und deren Leben respektiert, der wird bestimmt nicht irgendwie umkommen durch seine Erkenntnis, möchte gern Erkenntnis, dass Gott nur einer ist und man deswegen halt diese Götzenopfersachen essen kann und auch die 12 Apostel und ihre Nachfolger, die sind mit Sicherheit nicht wegen so einer Schwäche, wie er es hier nennt, wären bestimmt nicht deswegen zu Fall gekommen. Und weiter sagt er, aber wenn ihr aber so gegen die Brüder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Also wir sündigen gegen Christus, wenn wir seine Gebote missachten und wenn wir Tiere abschlachten und essen oder opfern, dann sündigen wir auf jeden Fall gegen Christus und gegen den wahren Gott.
Wie gesagt, Jakobus sagt, du glaubst, dass nur einer Gott ist, auch die Dämonen glauben und zittern. Das heißt, das ist keine Erkenntnis, dass man sagt, dass Gott nur einer ist, das wissen selbst die Dämonen. Und die dienen mit Sicherheit nicht dem wahren Gott, sondern im Gegenteil, die dienen dem Satan und die tun alles Mögliche, damit man ja, von dem wahren Gott sich entfernt und gegen ihn sündigt. Das ist das, was die Dämonen tun. Und die wissen auch, dass Gott nur einer ist und sie zittern. In 1. Korinther lesen wir, wenn aber jemand zu euch sagt, dieses Opferfleisch, so esst es nicht, um jenes Willen, der es anzeigt und um des Gewissens Willen. Ich meine aber nicht das eigene Gewissen, sondern das des anderen. Das ist ja das, was ich eben schon sagte. Er sagt dort mit anderen Worten, dass es wichtiger ist, Menschen zu gefallen, als Gott zu gehorchen ist, dass es schlimmer ist, Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen, als gegen Gott zu sündigen. Siehe dazu 1. Thessalonicher 2,4 und Galater 1,10. Außerdem stellt er sich damit über Gott und über den Beschluss der Versammlung in Jerusalem und damit über Jakobus und die 12, die von Jeschua gelehrt wurden, und bezeichnet sie und alle anderen, die danach handeln, somit dreister und völlig hochmütigerweise als schwach in der Erkenntnis und schwach im Glauben. Ja, das ist auf jeden Fall eine Argumentation, die keiner von der Hand weisen kann. Er bezeichnet diese Menschen als schwach im Glauben und schwach in der Erkenntnis. Menschen, die jahrelang vom Herrn Jeschua, von unserem Herrn Jesus Christus, im Wort unterrichtet wurden. Und er selber, der Jesus nie gesehen hat und nie seine Lehren empfangen hat oder daran unterrichtet wurde, er stellt sich über in der Erkenntnis und im Glauben höher als die wahren Gottesknechte, die in der Wahrheit des Messias gewandelt sind. Das ist schon, wie gesagt, eine Sache. Allein die besagt ganz eindeutig, dass Paulus ein Einzelgänger war, von Anfang an mit den Aposteln nichts zu tun haben wollte, weil er sowieso wusste, dass seine Lehren etwas völlig anderes wiedergeben und dass die wahren Apostel seine Lehren niemals angenommen hätten. Und das war nämlich auch der Grund, warum dieser Empfehlungsbrief, dieses Empfehlungsschreiben dort eingeführt wurde von ihnen, weil sie genau wussten und weil auch Jeschua ihnen schon gesagt hat, dass dort solche falschen Apostel kommen werden, solche falschen Propheten und Apostel, und dass sie dort mit äußerster Vorsicht vorgehen sollten. Und wir lesen hier nochmal in den Nazarene Acts, dort sagt Petrus zum Beispiel: Dies sollt ihr aber wissen, wenn jemand von euch einen Götzen angebetet oder das, was die Heiden Gott nennen, verehrt hat oder von dem gegessen hat, was ihnen geopfert wurde, der hat sich mit unreinen Geistern eingelassen, denn er hat sich zu einem Gast der Dämonen gemacht und sich dadurch mit diesen vereint. Wie gesagt, wenn man solche Sachen tut, Fleisch isst, Götzenfleisch isst, dann macht man sich eins mit den Dämonen und fängt sich unreine Geister ein. Setzt sich am Tisch des Satans. Und ja, solche Dinge hat Paulus gelehrt, dass das völlig in Ordnung ist, solche Dinge zu tun. Unbedenklich. Völlig unbedenklich, solange man die Erkenntnis in Anführungsstrichen hat, dass Gott einer ist. Ja, das reicht vollkommen aus. Alle anderen, die sich von diesen Dingen enthalten und die auch nur, die kein Fleisch essen und solche Dinge, nur Gemüse und halt Brot und was nicht alles, was halt ohne Blutvergießen und ohne Tod gewonnen werden kann, was aus der Erde wächst, das sind alles, die sind schwach im Glauben und schwach in der Erkenntnis. Dann ist ja im Umkehrschluss, müsste ja auch Gott schwach im Glauben und schwach in der Erkenntnis sein,
Weil Gott hat diese Dinge am Anfang geboten und als sehr gut befunden. Dann lesen wir ja nochmal, wie gesagt, das hatten wir auch schon gesagt, totes Götzenfleisch oder Fleisch zu essen ist gleichbedeutend damit, sich an den Tisch der Dämonen zu setzen. Das finden wir in den Homilien. Und laut den Homilien und den Rekognitionen sind oder lehrte Jeschua einen seinen Nachfolgern zu vermeiden, sich an den Tisch der Dämonen zu setzen. Das heißt, sie sollten sich nicht an den gleichen Tisch setzen mit denen, die am Tisch der Dämonen sitzen und Fleisch essen und nicht getauft sind. Das hatte ich auch in den vorherigen Videos schon gesagt. Und das ist auch der wahre Grund, warum Petrus in der Apostelgeschichte es verweigerte, mit Paulus und den Heiden, die Götzenfleisch aßen. Jedenfalls natürlich nicht in dem Moment, wo er dort mit denen am Tisch saß. Halt Petrus, weil sonst hätte er sich ja sowieso nicht an den Tisch gesetzt. Aber wie gesagt, die von der Beschneidung, die dort ankamen, die werden ihm das wohl dort gesagt haben, dass solche Dinge über Paulus dort kursieren, dass dort seine wahren Lehren ans Licht gekommen sind. Und deswegen werden sie ihn wohl davor gewarnt haben, weiter mit diesen Menschen dort an einem Tisch zu sitzen. Und wie gesagt, Barnabas hat ihn auch verlassen danach. Einige andere haben ihn auch verlassen. Also Paulus jetzt. Und das sagt auch schon einiges aus. Genau, und hat Petrus als angeklagt und als Heuchler beschimpft. Dabei muss man wissen, dass zu der damaligen Zeit nahezu alles Götzenfleisch oder beziehungsweise Fleischgötzen geopfert wurde. Denn wenn man Fleisch essen wollte, dann brachte man ein Tier zu einem heidnischen Tempel oder auch zum Tempel in Jerusalem, was ja auch im Endeffekt nichts anderes war als ein heidnischer Tempel, der nach dem Namen des wahren Gottes benannt war. Und auch Fleisch, was im Tempel Salomons geopfert und geschlachtet wurde, war Götzenfleisch. Denn Gott hat solche Opfer niemals geboten. Beweise darüber finden wir sowohl in der Bibel selbst immer wieder, als auch in den außerbiblischen sogenannten Apokryphenschriften, die von der katholischen Kirche nicht als würdig, in Anführungsstrichen, befunden wurden, weil die darin enthaltenen Lehren nicht mit ihren übereinstimmten und diese als Irrlehren entlarvt hätten. Ja, das ist das zum Götzenfleisch. Und ja, wie gesagt, das ist, kann niemand abstreiten, dass das eine zum Himmel schreiende Irrlehre ist. Und laut der Schrift wird man das Leben nicht finden, wenn man sich an diesen Dingen beteiligt, wenn man Götzenfleisch isst oder überhaupt Fleisch. Oder sagen wir jetzt einfach nur Götzenfleisch. Denn Gott hat durch seine Propheten das gesagt. Nicht nur durch Mose. Wobei ich ja sowieso auch überzeugt bin, dass einiges in Mose verfälscht wurde. Aber was das Götzenfleisch betrifft, das hat er durch seine Propheten auch bestätigt. Durch die nach Mose gekommen sind, immer wieder. Dass das Gott ein Gräuel ist und dass das eine Sünde ist. Eine der höchsten Sünden überhaupt. Und wir haben in der Apostelgeschichte gesehen, dass das auch auf der Lehre des Messias beruht hat. Denn dies wurde von denen festgesetzt und beschlossen, die vom Messias unterrichtet wurden direkt. Und von daher, wie kann jemand wie Paulus ankommen und sich selbst über diesen Beschluss stellen und sagen, was vorher beschlossen wurde, das ist alles schwach im Glauben und schwach in der Erkenntnis. Ich bin der Einzige, der hier die wahre Erkenntnis hat. Die anderen, die haben noch nicht erkannt, wie man erkennen sollte. Aber ich habe jetzt hier die volle Erkenntnis und ich sage euch, wenn ihr daran glaubt, dass Gott nur einer ist, dann könnt ihr diese Dinge tun und das ist völlig unbedenklich. Also wie gesagt, dass das sowohl gegen alttestamentliche Schriften und gegen die Propheten widerspricht, als auch gegen das, was Jeschua und seine Apostel gelehrt haben. Das ist einfach so eindeutig, wie nur irgendwas eindeutig sein kann. Und deswegen habe ich den Punkt auch als einen der ersten angeführt.
weil das schon mal jeden stutzig machen müsste, der, wie gesagt, aus der Wahrheit ist, sage ich jetzt einfach mal, weil wer das ableugnet oder verleugnet, abstreitet, der ist einfach, der legt sich die Schriften halt so aus, wie er sie gerne hätte. Und der liest nicht das, was dort geschrieben steht. Und dazu muss man auch nicht in der Lage sein, irgendetwas großartig auszulegen. Denn ein fünfjähriges Kind versteht das, was dort steht. Oder sagen wir, ja gut, wenn man es ihm vorliest, dann versteht es das auch, dass sich das nicht miteinander vereinbaren kann. Und ja, das war das zum Götzenfleisch. Ich glaube, ich werde das eher ein bisschen kürzer halten jetzt, die einzelnen Teile, und dafür mehrere. Damit das nicht immer solche ellenlangen Videos werden. Und deswegen werde ich jetzt nochmal einen Cut machen und danach mit dem Thema Fleisch nochmal weitermachen. Denn das gehört einfach auch nochmal dazu. Ich schaue mal eben, wie viel das ist. Ja, eigentlich könnte man das eigentlich auch nochmal eben mitmachen. Weil das sich halt auch um Fleisch dreht, dann mache ich das nochmal eben mit. Wie gesagt, wir wissen das von Gott, die von Gott gegebene Ordnung in 1. Mose 1,29 steht, dass alles das, was aus der Erde wächst, für den Menschen geschaffen wurde als Nahrung. Dann, was hat Paulus gelehrt? Paulus sagt, alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, esst ohne es, um des Gewissens willen zu untersuchen. Dann lesen wir in 1. Timotheus, der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen anhängen. Sie gebieten, nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkannt haben. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Ja, also das ist schon mal in mehreren Punkten höchst widersprüchlich. Und zwar geht das los, dass er sagt hier, dass es Geister bzw. Lehren von verführerischen Geistern und Dämonen sind, wenn man sagt, dass man sich von bestimmten Speisen enthalten soll und diese meiden soll. Denn wir haben gesehen, was Gott in 1. Mose dort festgesetzt hat. Außerdem steht in 3. Mose 11, stehen die Speisegebote, nach denen man auch auf jeden Fall sehr viele Speisen meiden sollte. Von den Landtieren waren es ja alle Wiederkäuer und alle, die gespaltene Hufe hatten, die gegessen werden durften, und alles andere durfte nicht gegessen werden. Von den Fischen waren es die mit Flossen und Schuppen, die gegessen werden durften. Alles andere aus dem Meer durfte auch nicht gegessen werden. Und ja, und so weiter und so fort. Und die Rabbiner, die haben natürlich auch einiges, sehr vieles festgelegt, was dort koscher ist und was nicht koscher ist. Aber die Bibel alleine in Mose, die gibt schon genug Dinge dort, dass man dort Sachen, Speisen meiden soll und nicht essen soll. Und von daher, wie kann man das als Lehren von Dämonen bezeichnen, wenn sowohl Gott am Anfang geboten hat, dass man sich von dem, was aus der Erde wächst, ernähren soll, und auch Mose, in Mose geschrieben steht, dass es reine und unreine Tiere gibt. Also wie gesagt, da widerspricht er beidem und stellt sich über diese beiden Offenbarung von Gott selber und auch von Mose durch Gott. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass Gott jemals erlaubt hat, Fleisch zu essen, denn sonst würde er gegen sein eigenes Gesetz und gegen seine eigene göttliche Ordnung verstoßen.
gegen sein Gesetz der Liebe und ja, würde auch sein Gesetz dort abändern, wo er auch gesagt hat, ich ändere mich nicht und ändere auch das nicht, was ich gesprochen habe. Das wäre auf jeden Fall auch ein Widerspruch und ja, und außerdem das, was er hier sagt. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, nichts ist verwerflich. Alles, was mit Danksagung empfangen wird, wird geheiligt durch das Wort Gottes und das Gebet. Und da könnte man genauso gut sagen, ich werde jetzt zum Kannibalen und esse Menschenfleisch, denn das wurde auch von Gott erschaffen. Und wenn ich das mit Danksagung entgegennehme, dann ist das halt durch das Wort geheiligt. Ich meine, was sind denn nun hier Lehren von Dämonen? Das, was durch Gott gegeben wurde, oder das, was Paulus hier lehrt? Na? Dass man sich ernährt, ohne sich an Mord und Totschlag schuldig zu machen und Blut zu vergießen, oder dass man sich hier wahllos von irgendwelchen Dingen ernährt, die durch Blut und Tod und Grausamkeit gewonnen werden, ohne das weiter nachzuprüfen und das als Lehren von Dämonen zu bezeichnen, dass man gebietet und lehrt, dass man solche Speisen meiden soll. Genau, und er sagt hier in Römer 14, ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein ist an sich selbst. Nur für den, der es für unrein hält, für den ist es unrein. Ja, dann war wohl, wie gesagt, Mose war wohl auch nur jemand, der das für unrein gehalten hat, als er das geboten hat. Er hatte wohl auch nicht so erkannt, wie Paulus erkannt hat. Ne? Paulus, wie gesagt, erhebt sowohl 1. Mose 1 auf, was Gott geboten hat, und erhebt auch auf, was Mose geboten hat. Und ja, wie gesagt, da kommen wir wieder zu den Merkmalen eines Irrlehrers, die wir in der Einleitung uns angeschaut haben. Und da kann man wieder einen großen roten Haken machen. Dann in Römer 16 lesen wir, ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Zwistigkeiten und Ärgernisse anrichten. Und wendet euch von ihnen ab, denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und wenn man sich die Briefe von Paulus durchliest, dann wird man feststellen, dass er dort gegen solche redet, die lehren, dass man zum Beispiel keinen Wein und keine starken Getränke trinkt, dass man sich vom Fleisch von dem Essen von Fleisch fernhalten soll und sich von anderen Dingen ernähren soll. Ja, dass es dort immer wieder um solche Streitigkeiten in Sachen Ernährung geht oder ging in seinen Briefen. Und Jeschua sagt, dass die Vorväter und auch die danach, die sich von den Tieren dort ernährt haben, dass ihr Gott der Bauch war. Die haben ihrem Bauch gedient als Gott und nicht dem wahren Gott. Denn der wahre Gott hat nichts mit Blutvergießen zu tun. Und Paulus sagt hier genau das Gegenteil. Jemand, der solches sagt, der sagt, man soll sich von Fleisch enthalten und soll, soll auch keine starken Getränke trinken. Die dienen nicht dem Herrn Christus, sagt er, sondern ihrem eigenen Bauch. Das ist wieder genau das exakte Gegenteil von dem, was Jesus gelehrt hat. In Philipper 3 heißt es, denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ende in ihrer Schande ist, die auf das irdische Sinn. Ja, er sagt ja, dass solche Leute, die lehren, dass man sich von solchen Blutvergießen und von Tiergenuss und von Weingenuss
enthalten soll, die, ja, wie gesagt, da sagt er schon wieder, dass ihr Gott der Bauch ist. Und er droht ihn sogar an, er spricht ihn sogar das Urteil hier und sagt, dass ihre Ehre in ihrer Schande ist und dass sie auf irdische Dinge sind. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn ich mich von diesen Dingen enthalte, dann sinne ich doch wohl auf das Himmlische, weil ich dem himmlischen Vater diene und mich an seine Gebote halte und mich nicht solcher Dinge schuldig machen will. Dann sinne ich nicht auf das Irdische, sondern im Gegenteil, dann sinne ich auf das Himmlische und lebe im Einklang mit dem, was der himmlische Vater geboten hat. Dann ist hier ein Vers, wo sich fast alle Christen, die Fleisch essen, immer wieder darauf beziehen gerne. Die sagen hier, einer glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. Da haben wir es wieder, schwache Menschen essen nur Gemüse. Die Starken, aber die richtigen Männer, die essen schön Fleisch. Nicht wahr? Und ja, wie gesagt, wie kann man sowas behaupten? Wie kann man behaupten, dass man schwach ist, wenn man Gemüse isst? Also das ist für mich unbegreiflich, denn es wenn überhaupt, dann ist es stark, sich von solchen Dingen fernzuhalten und sich an das zu halten, was dem himmlischen Vater wohlgefällig ist. Und weiter heißt es dort, wer isst, verachte den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Und wie gesagt, es geht ja nicht ums Richten oder Verachten. Ich verachte wegen solcher Sachen niemanden, aber diese Dinge, die verachte ich. Und wie gesagt, wir sollen ja nicht den Sünder hassen, aber die Sünde. Und ja, das ist auch mein Motto. Es geht mir auch nicht ums Richten, es gibt nur einen Richter. Das ist der Vater im Himmel, der durch Jeshua sein Gericht halten wird. Und jeder wird da allein vor dem Herrn stehen und dort Rechenschaft geben müssen. Und ja, da kann man dann sich auf niemanden anders berufen oder verlassen, sondern da werden die Taten, die man getan hat, entweder für einen oder gegen einen sprechen. Und dementsprechend wird auch das Urteil dann von Jeshua ausfallen, das hat er ja auch gesagt, dass wir anhand unserer Taten beurteilt werden und nicht anhand unseres Glaubens oder anhand unserer Theologie oder wie auch immer, oder Auslegung der Schrift oder was auch immer. Nein, anhand unserer Taten. Wer Barmherzigkeit geübt hat, wird Barmherzigkeit erfahren. Wer geliebt hat, dem werden viele Sünden vergeben werden. Und wer Gerechtigkeit geübt hat und all diese Dinge, der wird dafür belohnt werden. Und ja, dann sagt er hier weiter, wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Und wer isst, isst dem Herrn, denn er sagt Gott Dank. Und wer nicht isst, isst dem Herrn nicht und sagt Gott Dank. Das heißt, er sagt hier, dass die Menschen, die sich dort, wie gesagt, diesen Dingen enthalten und die aber auch andere lehren, dass es ungesetzlich ist, sowas zu essen. Und das ist ja kein Richten, man soll ja seinen Bruder auf Sünden hinweisen. Denn wenn man seinen Bruder liebt wie sich selbst, dann will man nicht, dass sein Bruder zugrunde geht oder ja, dem ewigen Gericht verfällt aufgrund von Sünde. Denn die Sünde führt zum Tod, wie wir wissen. Und deswegen soll man seine Brüder in Liebe ermahnen und sie darauf hinweisen. Nicht ganz egal, was es für eine Sünde ist. Genauso wie wenn jemand Unzucht verharrt oder in was auch immer, was für Gott eine Sünde ist, dann soll man denjenigen darauf hinweisen und
damit er darüber Buße tut, ganz einfach, und damit er dadurch Vergebung auch hat und sich da in Zukunft von enthält. Und Paulus sagt ja aber, wie gesagt, wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Und wer ist, der ist, und wer nicht ist, der ist halt nicht, und alle sagen Gott Dank, und ne, der eine ist nicht besser als der andere, und der andere ist auch nicht schlechter als der andere, und so weiter und so fort. Und das sagt ja wohl eindeutig aus, dass es auch, wie gesagt, viele gegeben hat, die Menschen, die Fleisch gegessen haben, darauf hingewiesen haben und auch getadelt haben, dass es ungesetzlich ist, solche Dinge zu tun. Sonst wäre dieses Thema hier in seinen Briefen nicht immer wieder aufgekommen. Das, wenn man da 1 und 2 zusammenzählt, dann muss man zu diesem Schluss kommen. Dann lese ich nochmal einen weiter vor. Er lehrt hier erstens gegen den Willen Gottes und die göttliche Ordnung. Und wie wir sehen, auch gegen die von der Kirche ausradierten Lehren Jeschuas, der dort ganz klar sagt, dass niemand, der Fleisch ist, sein Jünger sein kann. Außerdem widerspricht er dazu auch noch Mose und den Speisegeboten in 3. Mose 11, die ganz klar zwischen reinen und unreinen Tieren unterscheiden, die jedoch genau wie der Scheidebrief auch, wenn überhaupt nur wegen der Härte, ihre Herzen erlaubt wurden und der göttlichen Ordnung widersprechen. Er bzw. sein Schüler Timotheus nennt es dagegen eine dämonische Lehre. Jeschua sagt, dass diejenigen, die Fleisch essen, ihren Bauch zu ihrem Gott gemacht haben. Paulus sagt dasselbe über die Menschen, die kein Fleisch essen. Also genau das Gegenteil. Man muss daher zwischen dem Gesetz Mose und dem Gesetz Gottes unterscheiden, denn manches im Gesetz Mose widersprach der göttlichen Ordnung und war, wie auch die Scheidung von vor Gott, nach wie vor eine Sünde. Aus Kirchenschriften wie auch aus Schriften verschiedener Historiker, Zeitzeugen wissen wir, dass die Kirche sowohl die Urevangelien zerstörte, als auch in den kommenden Jahrhunderten nahezu alle Nachfolger Jeschuas und alle anderen Menschen, darunter auch manche Kirchenväter selbst, die sich fleischlos und ohne alkoholische Getränke ernährten, gnadenlos verfolgten und grausam hinrichteten, wenn sie nicht öffentlich ein Tier schlachteten und dies aßen. Das habe ich in den ersten Videos behandelt, direkt, wo es um die verfälschten Schriften geht. Das ist, glaube ich, Video Nummer 3 und 4. Nummer 3 ist über die katholische Kirche allgemein, wie dort unzählige Male die Schrift wieder revidiert wurde und neu verfasst wurde und die zig Fehler immer wieder umgeändert wurden und verbessert wurden. Und trotzdem immer wieder behauptet wurde, dass die Schriften dort fehlerlos sind und über jeden Zweifel erhaben sind. Und in dem vierten Video geht es dann um den Krieg, kann man schon wirklich sagen, um den Krieg der katholischen Kirche gegen die Urchristen und gegen alle Vegetarier und Veganer, die sich vom Blutvergießen und vom Tierfleischessen enthalten haben. Und das sollte sich jeder mal angucken, der das noch nicht getan hat. Und ja, dann sollte er sich mal fragen, ob es nicht sehr wahrscheinlich ist, wenn die Kirche dies getan hat und auch urchristliche Schriften verbrannt hat, die nicht mit ihren Theologien übereingestimmt haben, ob es dann nicht sehr wahrscheinlich ist, dass solche Lehren, wie Jeschua sie damals gelehrt hat, worüber auch alte Kirchenväter, die noch in der Wahrheit waren, Zeugnis geben, dass dies wirklich die wahren Lehren von Jeschua waren, dass es ungesetzlich ist, Fleisch zu essen und auch Tieropfer darzubringen, überhaupt alles Blutvergießen ist ungesetzlich und dass dort solche Menschen nicht das Leben finden werden. Sowas hat er gelehrt. Und dazu gibt es zahlreiche, nicht Dutzende, aber sicherlich ein Dutzend Quellen, verschiedene, die das belegen und beweisen. Aus allen möglichen Richtungen, ne? Also auch aus historischen Zeitzeugenberichten, aus der Kirche selber und von verschiedenen Quellen. Dann geht es hier nochmal um den Punkt Essen mit Ungläubigen. Dort sagt
Paulus, wenn jemand von den Ungläubigen euch einlädt und ihr wollt hingehen, so esst alles, was euch vorgesetzt wird, ohne es um des Gewissens willen zu untersuchen. Damit sagt er schon wieder eigentlich nichts anderes, als dass man eher Menschen gefallen soll, als sich an die Gebote Gottes zu halten. Dabei sagt er selber in einem anderen Brief, sagt er auch irgendwie sowas Ähnliches wie: Wenn ich noch Menschen gefallen wollen würde, dann wäre ich kein Diener Christi oder so ähnlich, sagt er dort. Aber er lehrt seine Nachfolger, lehrt er hier, dass es wichtiger ist, Menschen zu gefallen und lieber dort alles zu essen, was einem dort vorgesetzt wird. Selbst wenn es sich da um Schweinefleisch handelt, jetzt mal auf die Speisegebote in 3. Mose 11 bezogen, oder selbst wenn es sich um Fleisch im Allgemeinen handelt, wenn man sich auf das, was natürlich das ewige Gesetz des himmlischen Vaters ist, dass man sich auf 1. Mose 1, 29 bezieht, da widerspricht er wieder schon wieder direkt und setzt beides außer Kraft mit seinen Menschengeboten bzw. Geboten von Teufeln und Dämonen. Und ja, im Galater lesen wir hier: Als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen, also mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, sodass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Ja, ganz ehrlich, also Petrus war einer der 12 Apostel. Wieso sollte er sich vor denen aus der Beschneidung fürchten? Ganz ehrlich, also das ist völlig absurd und lächerlich in meinen Augen. Und wie gesagt, wir sehen hier, dass auch die übrigen Juden und auch Barnabas von dem, was er hier als Heuchelei bezeichnet, mit fortgerissen wurden. Und wie gesagt, das lag daran, dass mit großer Sicherheit die dort von Jakobus kamen, sie darauf hingewiesen haben, weil es sich herumgesprochen hatte, was Paulus dort für Lehren verbreitet und verbreitet hat, dass Paulus solche Dinge lehrt und dass deswegen es sehr wahrscheinlich ist, dass er und seine Heiden, mit denen er sich da umgeben hat, unrein sind, weil sie sich mit Fleisch und mit Götzenfleisch ernährt haben und somit halt auch, wie Kephas dort geschrieben hat, jemand, der jemals irgendwas gegessen hat, was durch Götzen verunreinigt war, der hat sich mit unreinen Geistern belastet, sozusagen. Der hat sich unreine Geister eingefangen und hat sich an den Tisch der Dämonen gesetzt. Und deswegen, das war auch der Grund, warum natürlich Jeschua gesagt hat, mit solchen Menschen dürft ihr nicht an einem Tisch essen. Denn sonst macht ihr euch dessen teilhaftig und setzt euch mit diesen Leuten an den Tisch der Dämonen. Und ja, die übrigen Juden, von denen dort die Rede ist, die sind sehr wahrscheinlich auch in der Lehre von Jakobus und den 12 Aposteln, oder Jakobus war ja auch einer der 12, aber in der Lehre der 12 Apostel unterrichtet worden und demnach auch in der Lehre von Jeschua, denn die Apostel wurden von Jeschua gelehrt und haben sicherlich nicht irgendwelche Irrlehren verbreitet, so wie Paulus es getan hat. Ja, hier sagt auch nochmal Petrus zu einer Frau dort. Vorher ist er dort mit zwei ihrer Söhne zusammengekommen, die auch schon sich taufen lassen hatten. Und ihre Mutter ist dann auch zum Glauben gekommen. Aber er sagte ja, dass er noch nicht mit ihr an einem Tisch essen darf, weil sie noch nicht getauft ist. Und deswegen sagt er hier: Möge Gott dich mit allem segnen und dich mir gleich machen, damit du getauft wirst, um mit mir an einem oder am selben Tisch
sitzen und essen zu können. Denn das war eine der Voraussetzungen, dass man ja erstens wieder Fleisch isst und zweitens auch getauft ist auf den Namen des Herrn. Und das waren die Voraussetzungen für die Nachfolger Jeschuas, unter denen man sich an einen Tisch mit anderen Gläubigen setzen durfte. In einer anderen Stelle sagt Petrus hier, denn mehr als jede andere Sünde wird die Sünde des Ehebruchs von Gott gehasst, weil sie nicht nur die Person selbst zerstört, die sündigt, sondern auch die, die mit ihr essen und sich so mit ihr verbinden. Das heißt wiederum, lesen wir hier, dass wenn man sich mit einem solchen Menschen an einen Tisch setzt, dann setzt man sich mit ihm, dann ist das sozusagen wie so eine Zustimmung zu diesen Dingen, die derjenige dort begeht, und man setzt sich mit diesem deswegen mit ihm an den Tisch der Dämonen und macht sich dieser Sachen teilhaftig. Und das war halt wieder, wie gesagt, auch der Grund, warum Jeschua sie das gelehrt hat. Weil man nicht an einem Tisch der Dämonen oder nicht am gleichen Tisch mit den Dämonen sitzen kann und gleichzeitig am Tisch des Vaters. Man kann nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Das geht einfach nicht. Und dann haben wir noch eine Stelle, auch aus den Homilien. Dort heißt es, darüber hinaus leben wir nicht wahllos mit allen anderen, noch nehmen wir unser Essen vom selben Tisch wie die Heiden, da wir nicht mit ihnen essen können, weil sie unrein leben. Aber wenn sie unser wahres Wort und unsere Lehre aufnehmen und danach handeln und sich taufen lassen, dann können wir mit ihnen wohnen. Denn nicht einmal, wenn es unser Vater, unsere Mutter, unsere Frau oder unser Kind oder Bruder wäre, oder wer auch immer einen Anspruch auf unsere Zuneigung von Natur aus hat, so können wir unsere Mahlzeiten nicht mit ihnen zusammennehmen, denn unser Glauben zwingt uns dazu, keinen Unterschied zu machen. Betrachte es daher nicht als eine Beleidigung, wenn dein Sohn sein Essen nicht mit dir nimmt, bis du zu diesem gleichen Glauben kommst wie er und den gleichen Prinzipien folgst. Er spricht dann nochmal zu der gleichen Frau, die ich eben erwähnt hatte. Und ihr Sohn war halt schon, wie gesagt, zum Glauben gekommen und durfte schon mit Petrus auch an einem Tisch essen, aber die Mutter halt noch nicht. Und der Sohn hat halt Petrus gebeten und wollte halt unbedingt dort auch, dass seine Mutter mit ihnen am gleichen Tisch essen darf, aber das ging halt nicht, bevor sie sich nicht hat taufen lassen. Und das steht auch wieder im Zusammenhang, dass Jeschua gesagt hat, wer Vater oder Mutter liebt, mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig, und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Denn Petrus sagt euch ja auch, selbst wenn es mein Vater wäre oder meine Mutter oder meine Frau oder mein Kind oder Bruder, wenn sie nicht den gleichen Glauben haben und die gleiche Lehre angenommen haben wie er und auch nicht im Namen des Messias getauft sind, dann kann er mit ihm nicht an einem Tisch sitzen. Und abschließend nochmal eben, Petrus hat sich von der Tischgemeinschaft zurückgezogen, weil er soeben von seinen Brüdern von der Beschneidung, die in Antiochia ankam, erfahren hatte, dass etwas mit Paulus nicht stimmt, und dieser lehrte, dass es erlaubt sei, Götzenfleisch und Fleisch im Allgemeinen zu essen. Als er zuvor in Jerusalem war, war er dort zu Gast und hat dort getreu seiner Devise, den Juden bin ich ein Jude geworden und den Schwachen ein Schwacher. Ne, das ist ja, was er gesagt hat. Die Schwachen essen nur Gemüse. Und er ist den Schwachen. Wer sind die Schwachen? Die Schwachen waren natürlich die Apostel und alle wahren Nachfolger Jeschuas. Und den Schwachen ist er ein Schwacher geworden. Das heißt natürlich mit anderen Worten, dass wenn er unter den Schwachen war, dann hat er auch da den Schwachen markiert sozusagen und hat sich dort als jemand ausgegeben, der kein Fleisch isst, sondern nur das Gemüse, wie er es ja bezeichnet hat. Die Schwachen essen Gemüse. Und ja,
Deswegen ist es bis dahin auch noch nicht den Aposteln bekannt gewesen, oder deswegen wussten sie halt noch nicht, dass Paulus halt solche Sachen gelehrt hat und auch danach gelebt hat. Und hat vor ihnen sicherlich kein Fleisch gegessen, sodass die Apostel noch nichts von seinen Lehren über Götzenfleisch wussten oder über Fleisch. Als jedoch seine Brüder von der Beschneidung, deren Oberhaupt Jakobus war, kamen und ihn darauf hinwiesen, hat Petrus sofort die Tischgemeinschaft verlassen. Ja. Wie gesagt, also, wenn irgendjemand, sage ich jetzt mal, dort in Unwissenheit und ohne Erkenntnis dasteht zwischen Petrus und Paulus, dann wird es ja wohl Paulus sein, weil Paulus nicht jahrelang in der Lehre des Jeschuas oder des Messias dort unterrichtet wurde und deswegen dort Petrus als Heuchler zu bezeichnen und sich so aufzuspielen, als ob er dort die volle Erkenntnis hat. Er sagt ja auch, die Apostel, die dort diese Sachen festgelegt hatten in der Apostelgeschichte 15, die haben keine Erkenntnis, die haben auch keinen Glauben, die sind schwach in beidem, und stellt sich da über sie und sagt, er hat jetzt da höhere Erkenntnis. Direkt von Gott, wie er sagt, direkt vom Messias und von Gott. Und ja, das ist mehr als fragwürdig, das ist auf jeden Fall offensichtlich falsch und wird die Menschen in die Verdammnis führen, wenn sie sich danach halten. Und ja, das ist Fakt. Und ja, das war jetzt das zu Götzenfleisch und Fleisch. Und wir kommen jetzt gleich zum vierten Punkt, nämlich dem Schwören. Und da finden wir auch noch ein paar Sachen. Dann kommen wir zu einem etwas längeren Punkt, nämlich dem Punkt Glaube oder Werke. Was hat Jeschua gelernt? Was haben seine Apostel gelehrt? Und was hat Paulus dagegen gelehrt? Und ja, wie gesagt, das ist ein etwas längeres Kapitel. Und ja, damit geht es beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen die Augen geöffnet. Ich hoffe, dass ich euch da ein bisschen was Interessantes zeigen konnte. Ich hoffe, dass es ein Segen für euch war, damit ihr natürlich die wahren Lehren erkennt, denn das ist das, worum es alles hier geht. Die wahren Lehren zu erkennen und in der Wahrheit zu wandeln. Denn es gibt nur eine Wahrheit und die hat unser Herr Jeschua verkündet. Und vieles vor ihm wurde verfälscht und auch vieles nach ihm. Deswegen ist es wichtig, an die Quellen zu gehen, die so nah an ihn herankommen wie nur möglich. Und das sind halt auch viele apokryphe Schriften. Das sind die kirchlichen Schriften aus den ersten Jahrhunderten. Und da ist die Wahrheit noch zu finden. Wie gesagt, ich sage es jetzt zum wiederholten Male, dass es Kirchenväter gegeben hat, die die Lehren bestätigen, die beweisen, dass es sie gegeben hat und dass auch die Kirchenväter sich daran gehalten haben, diese gelehrt und danach gelebt haben. Und ja, das ist, wie gesagt, da kann man nicht irgendwie auf dem Standpunkt verharren, dass man sagt, nö, diese Schriften, die sind doch gar nicht glaubwürdig. Wer weiß, wo die herkommen, das ist doch alles nur Irrlehre. Wie gesagt, kann man gerne tun, bloß es gibt Dutzende von Fakten, die man nicht von der Hand weisen kann, die belegen, dass es diese Dinge tatsächlich gegeben hat. Und außerdem, meines Erachtens, wenn man den Geist Gottes hat, dann wird man zwangsläufig erkennen, bin ich jedenfalls der Meinung,
das Blutvergießen nichts mit dem wahren Gott zu tun hat, sondern dass der wahre Gott der Gott des Friedens ist, der Gott der Lebendigen und der Gott, ja, der segnet und nicht verflucht. Und ja, Gott hat uns durch die Propheten gesagt, woran er wohlgefallen hat und wo nicht, woran nicht. Und deswegen, ich hoffe, es war ein Segen für euch und ich segne euch alle im Namen unseres Herrn Yeshua HaMashiach. Und möge der himmlische Vater euch dort in die Wahrheit führen durch seinen Heiligen Geist. Und möge er euch alle Zeit seine heiligen Engel senden, dass ihr mit ihnen wandelt, vor allen Dingen den Engel der Liebe. Denn die Liebe ist das Band der Vollkommenheit und ohne die Liebe sind wir nichts. Deswegen in der Liebe gebe ich euch diese, ja, ich will nicht sagen Lehren, denn ich bin kein Lehrer, aber ich gebe euch dort das und teile das mit euch, was ich hier gefunden habe. Und für mich kann man das nicht von der Hand weisen und für mich ist das die Wahrheit. Und deswegen, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und seid gesegnet in Yeshuas Namen. Amen und Shalom.